Hey, noch ein Update zur Gesundheitssache. Ich war heute im Krankenhaus und sie haben mir bestätigt, dass es definitiv kein Krebs ist und war. Ich bin so unglaublich dankbar und so froh und so erleichtert. Ich krieg die Tür gar nicht mehr zu. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, die ihr mir die Daumen gedrückt habt. Ich glaube, es hat geholfen. Und falls es euch interessiert, nur 5% aller Hodentumor-Patienten haben einen gutartigen Tumor. Ja? In 95% der Fälle ist das Ding Krebs. Also ich hatte unglaubliches Glück und ich bin auch unglaublich dankbar. An der Stelle muss ich mich natürlich nochmal bedanken, ganz herzlichst. Nicht nur bei euch da draußen, bei euch allen und auch allen, die mich irgendwie emotional unterstützt haben, per Nachricht oder per Anruf oder sonst was. Fettes Danke nochmal an meine Eltern. Cienkuje vam bardzo. Ja, vielen Dank an Dark Alucha und Tommel Bommel, also meine Schwester und ihr Freund. Und vielen, vielen Dank, Sarah. Danke sehr. Vielen Dank. Danke für alles. Und alle, die ich jetzt vergessen habe, die ich wahrscheinlich noch hätte nennen sollen, es tut mir wahnsinnig leid. Was ich aber noch sagen muss, das, weil das so unglaublich sweet war, es hat mich eine der Schwestern hat mich erkannt und hat mir gesagt, dass sie mit ihrer Familie nachmittags immer wahnsinnig gerne und abends Fischkopf guckt. Und dann haben die mir, ist das nicht süß? Guck mal hier, haben die mir hier so ein Geschenk Get Well Soon Dings gemacht. Und ich finde das wahnsinnig. Ich fand das so süß. Und also, das war richtig toll. Und das hat mir auch ein bisschen geholfen in der Zeit, wie ich da im Krankenhaus war. Und der Sohn, Marfman Flieger, ich hoffe, ich lese das richtig, hat dieses Bild hier gemalt. Ja, von der Seite. Alles Gute, dein Flossengenosse Marfman Flieger. Sau, sau sweet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch, den Umständen entsprechend. Ja, und dann habe ich mir überlegt, zeige ich euch nochmal ganz kurz den Tumor. Ja, ich habe ihn damals Adolf genannt. Lustige Anekdote, ich saß mit dem Arzt da bei der Vorbesprechung der OP und er hat mir das Ultraschallbild gezeigt und dann war ich so, so nach dem Gespräch so, ja, Entschuldigung, könnte ich jetzt vielleicht noch irgendwie so ganz albern so ein Foto davon machen? Und er meinte, er nichts ist albern. Man muss seinen Feind kennen. Das fand ich sehr süß. Das hier ist Adolf. Aber der ist ja jetzt nun auch Geschichte, nicht wahr? Ich muss jetzt nur noch die Nebenhodenentzündung quasi noch loswerden. Ich hoffe, das hält sich nicht allzu lange. Ich muss dafür aber im Bett liegen und so und kann nicht aufnehmen, doll und nur ein bisschen und so. Das macht mich ein bisschen traurig, aber Leute, was will man sich jetzt beschweren? Das sollte man nicht tun. Ja, also danke nochmal für alles und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Das war der Fischkopf, bis dann und tschüss!